Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es wird ja zum Glück langsam Sommer und wir hatten ja auch schon fast 30 Grad, so zumindest in verschiedenen Regionen von Deutschland. Und so langsam kommen wieder diese alljährlichen Sommerprobleme wie Schnaken und Schnakenstiche und Hitze und nachts nicht schlafen können. Und genau dafür möchte ich euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr denn praktisch ganz mühelos und ohne Beschwerden durch den Sommer kommen könnt. Besonders Mücken sind vor allem die, die uns am meisten vermutlich nerven. Nachts schwirren sie uns im Schlafzimmer um die Ohren. Man ist permanent nur am Rumwedeln, dass diese Mücke von einem verschwindet und dann stechen sie einen fies und man hat juckende Stellen am Körper und ist einfach... Ich glaube, dafür mag ich den Sommer am wenigsten, für die ganzen Schnaken. Falls ihr denn gestochen wurdet, habe ich euch jetzt ein paar Tipps, was ihr denn machen könnt, damit ja, eure Haut nicht mehr so stark juckt und das Ganze gelindert wird und auch keine Entzündung entsteht. Falls ihr gerade erst gestochen wurdet und ihr habt mitgekriegt, dass ihr gestochen wurdet, könnt ihr die entsprechende Stelle mit Hitze behandeln. Und zwar müsst ihr mindestens 50 Grad auf diesen Stich geben. Dafür gibt es inzwischen auch so kleine Apparaturen, wo man kaufen kann und dann praktisch auf den Stich drückt. Das Ganze soll einfach dafür sorgen, dass die Proteine, die im Stich enthalten sind, abgebaut bzw. zerstört werden und dann das Ganze schon gar nicht so arg juckend und angeschwollen wird. Solltet ihr es erst merken, wenn es schon juckt, ist natürlich das Allerwichtigste, dass ihr eure Finger davon lasst. Und ich weiß, wie schwer das ist. Es ist so schwer, einen juckenden Schnakenstich nicht zu kratzen. Aber es ist tatsächlich so, dass durch dieses Kratzen und die Verletzung, die dann beim Kratzen entstehen kann, das Ganze noch mehr jucken kann. Es können Entzündungen entstehen und es gibt hässliche Narben und ich spreche aus Erfahrung, denn ich bin natürlich auch kein Haar besser und kratze mich trotzdem. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Finger davon lässt, denn wie gesagt, Entzündungen können entstehen und viel besser ist es in dem Fall, wenn ihr den Stich einfach ein bisschen kühlt. Ihr könnt dann auch mehrmals am Tag kühlen, das hilft einfach, die Schwellung zu reduzieren. Es hilft dabei, dass es nicht mehr so stark juckt und auch, dass eine Entzündung gut abklingen kann. Ein weiteres Hausmittel, was auch gut helfen soll, ist Petersilie, die ihr euch dann einfach auf die entsprechende Stelle reibt. Oder auch schwarzer Tee, da müsst ihr den Tee mindestens 5 Minuten ziehen lassen, den Teebeutel ein bisschen abkühlen lassen und dann könnt ihr euch diesen Teebeutel auch auf die entsprechende Stelle legen und das Ganze soll auch ein Stück weit antibakteriell wirken. Und was auch immer ganz gut hilft, ist Teebaumöl, denn Teebaumöl ist einfach beruhigend für die Haut und auch für gereizte Haut, entzündete Haut, was auch wieder gegen die Entzündung und den Juckreiz helfen kann. Was ihr gut dafür verwenden könnt, ist zum Beispiel ein Intimbalm nach der Rasur mit Teebaumöl. Darüber habe ich schon mal in meinem Favoritenvideo geredet. Da könnt ihr im Prinzip genau das gleiche Gel nehmen und dann auf den entsprechenden Schnakenstich auftragen. Dass die Schnaken aber auch erst gar nicht ins Haus kommen und es so weit kommt, dass ihr gestochen werdet, gibt es ein paar Tipps, die ihr umsetzen könnt. Am einfachsten ist vermutlich einfach Fliegengitter anzubringen und da gibt es schon relativ günstige, wo man nicht irgendwie den Fensterrahmen mit beschädigt, sondern da klebt man dann einfach so ein Klettband in den Fensterrahmen rein, drückt dann ein Netz drauf und dann hat man praktisch ein relativ einfaches Fliegengitter geschaffen und die ganzen Mücken kommen schon gar nicht rein. Hilft natürlich auch gegen andere Insekten, die reinfliegen können. Was auch helfen kann, ist, dass ihr dann nachts kein grelles Licht anhabt, denn die werden natürlich auch von Licht angezogen. Und wenn ihr das schon vermeiden könnt, dann kommen auch schon weniger Insekten rein. Auch mögen Schnaken gar nicht so Gewürzpflanzen wie zum Beispiel Basilikum, Rosmarin, Thymian, Lavendel, Minze, Eukalyptus oder Zitronenmelisse. Wenn ihr das zum Beispiel an eure Fensterbank hinstellt, dann verbreiten sich halt die ätherischen Öle in der Luft. Und dementsprechend kommen dann auch die ganzen Schnaken schon nicht mehr so stark rein, weil die, wie gesagt, den Duft nicht so gern mögen. Wenn ihr keine Pflanzen aufstellen möchtet, könnt ihr natürlich auch einfach ätherische Öle kaufen, also schon fertig in kleinen Fläschchen und damit zum Beispiel ein Tuch beträufeln oder das Ganze in so einen Diffuser geben. Was bei der Hitze natürlich auch schnell passiert, ist, dass man Sonnenbrand bekommt. Und natürlich ist es allerbeste, um Sonnenbrand vorzubeugen, sich gut einzucremen mit einem hohen Lichtschutzfaktor und möglichst die direkte Sonne zu meiden, also nicht in der vollen Sonne zu sitzen. Und wenn man das macht, dann nur für einen kleinen Zeitraum und dann lieber wieder in Schatten sitzen.
Wenn es jetzt aber doch mal passiert, dass man einen Sonnenbrand kriegt, könnt ihr ein paar ganz einfache Tricks anwenden, um auch hier diese entzündliche und gereizte Haut etwas zu beruhigen. Als allererstes solltet ihr wirklich sehr, sehr viel trinken. Denn beim Sonnenbrand kann es sein, dass der ganze Körper mit austrocknet, weil der Körper natürlich auch die ganze Flüssigkeit braucht, um die Haut wieder zu heilen. Deswegen trinkt so viel ihr könnt, damit euer Körper einfach eine Unterstützung dafür bekommt, die Entzündung bzw. ja, diese Wunde, dieser Brand, diesen Brand wieder zu heilen. Was auch immer ganz gut hilft, ist zum Beispiel Aloe Vera Gel. Das gibt es ja in verschiedenerlei Ausführungen. Aloe Vera wirkt auch sehr beruhigend auf der Haut. Ihr könnt euch auch kühlende Tücher auf die Stelle legen, also wenn ihr die vorher ein bisschen nass macht. So entsteht auch durch die Verdunstungskälte einfach ein kühlender Effekt auf der Haut, was nachher den ganzen Sonnenbrand etwas erträglicher macht. Solltet ihr gerade erst aus der Sonne kommen und noch ziemlich aufgeheizt sein, also euer ganzer Körper noch aufgeheizt, ist es wichtig, dass ihr mal nur lauwarme Tücher auf eure Haut legt, denn wenn ihr sofort kalt drüber spült, kann es passieren, dass euer Kreislauf womöglich zusammenbricht. Da muss man einfach ein Stück weit aufpassen. Erstmal, wenn man noch komplett aufgeheizt ist, was lauwarmes, und wenn ihr dann langsam zur Ruhe kommt und euer Körper runterkühlt, könnt ihr auch kühlere Tücher oder Kompressen auflegen. Was dann wichtig ist, ist eigentlich, dass ihr mit der verbrannten Haut nicht direkt wieder am nächsten Tag in die gleiche Sonne setzt, sondern dass ihr eure Haut möglichst schützt und eher die Sonne meidet, dass die Haut sich natürlich auch erholen kann und gut verheilen, weil man kann sich vorstellen, wenn man eine Wunde direkt gleich wieder malträtiert, dann wird die nicht besser werden und dann sollte dem Heilungsprozess eigentlich nichts im Weg stehen. Was natürlich auch wichtig ist, solltet ihr extremen Sonnenbrand mit womöglich sogar Blasenbildung haben, dann solltet ihr unbedingt einen Arzt aufsuchen, weil damit ist wirklich nicht zu spaßen. Die Haut ist dann einfach verbrannt. Ihr könnt euch das vorstellen, als hättet ihr euch am Bügeleisen oder am Herd verbrannt. Und danach sollte man einfach schon gucken. Deswegen, wenn ihr übertrieben extremen Sonnenbrand habt, wo, wie gesagt, sich schon Blasen bilden, geht bitte, bitte zum Arzt und lasst es untersuchen. Die haben dann auch dementsprechend andere Hilfsmittel, um die Haut wieder zu regenerieren oder ihr bei der Regenerierung zu helfen. Was im Sommer natürlich auch ist, ist die Hitze, denn es ist ja Sommer und die Sonne scheint und es wird sehr, sehr warm und heiß. Und ich weiß, letztes Jahr waren wir sogar über 40 Grad und es war teilweise für mich persönlich zumindest kaum erträglich. Man konnte kaum atmen. Es war irgendwie jeder, wenn man nur an irgendwas gedacht hat, hat man angefangen zu schwitzen. Und genau gegen diese Hitze, beziehungsweise um die ganze Hitze erträglicher zu machen, habe ich euch auch noch ein paar Tipps. Was immer eine schöne Abkühlung bringt, sind zum Beispiel Fußbäder oder auch kühles Wasser über die Handgelenke laufen lassen. Dadurch kühlt der Körper einfach ein bisschen ab, man kriegt eine gewisse Erfrischung und es ist einfach toll. Vielleicht habt ihr sogar einen Pool und falls es nicht, vielleicht eine Badewanne. Da könnt ihr euch natürlich auch mit kühlem Wasser bzw. lauwarmem Wasser reinsetzen. Und auch hier passt bitte auf euren Kreislauf auf, denn wenn ihr zu überheizt seid und dann eben in dieses kalte Wasser geht, kann einem sehr, sehr schnell der Kreislauf zusammenbrechen und das wäre natürlich einfach nicht gut, um das mal so unterm Schnitt zusammenzufassen. Genauso wie wenn ihr duschen gehen möchtet, weil duschen kann auch immer eine sehr gute Abkühlung sein, wenn man all diese Badewanne und Pool nicht zur Verfügung hat, kann man auch immer duschen gehen und hier auch wieder aufpassen. Nicht zu kalt, wenn ihr zu aufgeheizt seid, das kann ganz schnell ganz böse enden. Beziehungsweise, wenn ihr sehr kalt duscht, braucht der Körper natürlich auch nachher wieder die Energie, sich aufzuwärmen, was dann auch wieder dazu führt, dass man schwitzt. Deswegen findet ein gutes Mittelmaß mit nicht zu heißem und nicht zu kaltem Wasser, damit euer Körper einfach abkühlen kann, ohne einen riesen Kraftaufwand wieder einsetzen zu müssen, um eure Körpertemperatur auf Normalniveau zu bringen. Was auch immer gut hilft, ist, wenn man seine Haut mit Wasser einsprüht. Und dafür kann man ja einfach solche Zerstäuber kaufen, Zerstäuber, also solche praktisch leeren Flaschen, die einen Zerstäuber haben, mit der man seine Haut einsprühen kann. Das ist wahrscheinlich am billigsten, kann man immer wieder verwenden und ist natürlich dann dementsprechend nicht so teuer wie teure Wassersprays. Was ihr da macht, ist einfach eure Haut einsprühen, eure Beine, euer Gesicht, eure Arme, wo ihr auch immer möchtet. Und durch die Verdunstungskälte entsteht dann einfach ein kühlendes Gefühl auf der Haut. Dann natürlich ist es auch immer hilfreich, wenn man einfach lüftet. Und hier ist aber der Trick,
wann man lüftet. Denn tagsüber entsteht natürlich eine Wahnsinnshitze draußen. Dann zu lüften wäre total kontraproduktiv, weil man dann ja die ganze Hitze ins Haus lässt. Deswegen sollte man unbedingt in den frühen Morgenstunden aufmachen, die Fenster. Oder wer möchte, auch gerne nachts komplett offen lassen, beziehungsweise abends dann auch immer lüften. Dann kommt die schöne kühle Luft rein. Man kann das dann einfach im Haus praktisch auffangen. Und dann macht ihr die Fenster und Türen rechtzeitig wieder zu, lasst den Rollladen ganz nach unten, sodass die Hitze auch nicht durch die Scheiben eindringen kann. Und dann kann euer Haus normalerweise bis zum Abend gut kühl bleiben. Auch helfen kann, wenn man Elektrogeräte, die man einfach nicht benutzt, aussteckt, wie zum Beispiel den Computer, wenn ihr den zum Beispiel nicht über den Tag braucht, schaltet den unbedingt aus, weil der kann natürlich auch warm werden und dementsprechend seine Wärme an die Umgebung abgeben. Und dann wird der Raum noch heißer. Deswegen Elektrogeräte, die sich schnell aufheizen können, könnt ihr zum Beispiel auch ausstecken oder ausschalten. Und dann natürlich ist Trinken immer angesagt. Im Sommer viel trinken, denn durch viel Schwitzen verbrauchen wir sehr viel Wasser und dem sollten wir den Körper wieder zuführen. Und hier ist es auch ratsam, eher warmes Wasser bzw. lauwarmes Wasser zu trinken, denn hier ist es wie beim Duschen. Der Körper braucht einfach unfassbar viel Energie, um das Getrunkene wieder aufzuwärmen, und dementsprechend viel Energie bedeutet viel Wärme und es wird einem noch wärmer. Deswegen ist ratsam, eher lauwarmes oder warmes Wasser bzw. Wasser in Zimmertemperatur zu trinken. Das Ganze hilft dem Körper dann, ja, nicht so viel Energie verbrauchen zu müssen. Und trotz der ganzen Abkühlung, die wir uns über den Tag versuchen zu verschaffen, kann es sein, dass man nachts auch einfach überhaupt nicht schlafen kann, weil alles klebt, das Bettlaken klebt an einem, der Partner klebt an einem und man klebt an sich selber und irgendwie ist fürchterlich. Vielleicht kennt ihr das ja. Und aber auch hier habe ich ein paar Tipps für euch, wie ihr denn erholsam schlafen könnt, trotz der ganzen Hitze. Und da ist zum einen der Tipp, dass ihr natürlich duschen gehen könnt, bevor ihr schlafen geht. Und wie gesagt, hier lieber ein bisschen wärmer als zu kalt. Dann ist eure Haut nämlich von dem ganzen Schweiß befreit, der nämlich so schlimm klebend ist. Und dann klebt auch hoffentlich das Bettlaken nicht an einem. Genauso könnt ihr auch euren Pyjama so für eine Weile in euer Gefrierfach legen. Denn wenn ihr ihn dann anzieht, dann ist der einfach so ein bisschen kalt auf der Haut. Und es fühlt sich dann richtig gut an, bevor er sich dann wieder von der Körperwärme aufwärmt. Und so hat man auch so einen leicht kühlenden Effekt am ganzen Körper. Hilfreich kann auch sein, wenn ihr zum Schlafen nicht die dicke Bettdecke, sondern einfach nur den Bettbezug oder ein Leinentuch benutzt. Das Ganze ist einfach angenehmer auf der Haut. Man friert trotzdem nicht, weil man ja trotzdem was auf der Haut hat. Das vielleicht auch für die, die nicht unbedingt ohne Decke schlafen möchten. Und hier kann man genauso das Betttuch oder das Leinentuch eine Weile in die Gefriertruhe geben oder in den Kühlschrank legen, dass sich das abkühlt. Und dann ist es herrlich, wenn man sich ins Bett legt mit dem kühlen Tuch. Ist einfach schön, die Abkühlung dann. Ihr könnt natürlich auch immer einen Ventilator aufstellen. Wenn ihr ihn nachts zum Schlafen laufen lasst, dann dreht ihn am besten nicht so hin, dass er direkt auf euch bläst, weil es kann dann schon passieren, dass man womöglich einen Zug abkriegt oder irgendwie erkältet wird dadurch oder wie auch immer. Deswegen lieber ein Stückchen von einem wegdrehen. Der hält dann einfach die Luft im Raum in Bewegung, was einfach auch eine schöne Kühle gibt, weil ich finde, im Sommer ist immer am schlimmsten, wenn es windstill ist, aber heiß. Und deswegen habe ich persönlich auch immer ganz gerne einen Ventilator, der einfach die Luft so ein bisschen in Bewegung hält. Und wenn man dann schwitzt oder feuchte Haut hat, kommt dann auch wieder diese Verdunstungskälte. Und die gibt dann einfach einen schönen kühlen Effekt auf der Haut. Und wenn dann auch noch die Luft vom Ventilator drüber bläst, wird es noch kühler und das ist einfach herrlich, finde ich. Und was ich auch sehr wichtig finde, dass man, bevor man schlafen geht, einfach so ein bisschen runterfährt. Ob man das machen möchte, indem man ein Buch liest, indem man meditiert, indem man seine Lieblingsmusik hört oder irgendwie einfach nur einen Film anguckt. Einfach den Körper zur Ruhe kommen lassen, dann muss er nicht mehr so viel Energie aufwenden, um über irgendwas nachzudenken oder irgendwie den Körper in Bewegung zu halten, den Kreislauf in Bewegung zu halten, sondern er kann dann ganz in Ruhe runterfahren. Und ihr könnt dann auch sehr, sehr viel entspannter schlafen, was natürlich auch immer sehr, sehr schön ist. Deswegen würde ich immer raten, fahrt runter, entspannt euch und dann geht ganz erholt ins Bett. Ich hoffe, hier waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Wenn euch auch noch ein paar Tipps einfallen, die man im Sommer super umsetzen kann, egal in welche Richtung, dann lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Ich glaube, da
sind auch die anderen sehr, sehr froh darüber, so ein paar Tipps zu bekommen, wie man denn im Sommer zu verschiedensten Themen sich so ein bisschen Abhilfe verschaffen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nämlich nächste Woche schon wieder zu einem neuen Video. Bis dahin passt wie immer ganz gut auf euch auf und alles Gute!